Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile. Mein Name ist Sven-Dirk Schäffer und ich darf Ihnen heute diesen wunderschönen T6.1 Multivan vorstellen. Haben wir hier eine absolut tolle Farbe, auch wieder in unserem Firmenblau quasi, natürlich unbeabsichtigt, war expliziter Kundenwunsch und das haben wir natürlich möglich gemacht. Wie Sie schon gesehen haben, hier an der elektrischen Tür, die wir links und rechts verbaut haben bei diesem Fahrzeug, ist das optimale Familienauto. Wir haben super viel Platz, wir haben die verstellbaren Sitze hinten mit drin, wir können die drehen, die vorderen beiden, die sogenannten Captain Chairs mit beidseitiger Armlehne. Und hinten natürlich die große Rücksitzbank, die man auch flachlegen kann. Ich springe einfach mal schnell rein und man sieht ja hier unten diese ganzen Fächer. Links und rechts haben wir lediglich Stauraum, da kann man was drunter packen. Und hier in der Mitte ist dann da, wo die Magie passiert, sage ich jetzt einfach mal. Man klappt hier hoch, man findet hier die Lasche zieht man, dann kann man die ganze Rücksitzbank hin und her verschieben. Das heißt, je nachdem, wie viel Beinfreiheit Ihre Passagiere brauchen oder wie viel Kofferraum Sie brauchen, können Sie das hier ganz variabel verstellen. Zu den Sitzen hier vorne, wie schon gesagt, Captain Chair mit zwei Armlehnen links und rechts. Wir haben hier natürlich den Hebel, um den Sitz jeweils zu drehen. Hier natürlich auch mit Isofix mit dabei. Das heißt, egal ob groß oder klein, jedes Kind ist hier super aufgehoben, hat hier mega viel Platz. Wir haben hier oben natürlich die Klimaanlage mit dabei. Das heißt, jetzt gerade bei den heißen Temperaturen ist natürlich auch jeder gut ausgerüstet. Es muss keiner schwitzen bzw. keiner frieren im Winter. Wir haben hier die große Ablagefläche mit dabei, mit einem Cupholder links. Hier haben wir die 12-Volt-Steckdose. Auf der anderen Seite haben wir einen Doppel-Cupholder mit zwei USB-C-Ladestellen. Das heißt, ob iPad, Handy, Samsung, Apple, völlig egal. Sie können hier alles optimal laden. Wir haben hier unten nochmal Verzurösen, falls Sie die Rückbank komplett rausnehmen wollen und einfach noch ein bisschen mehr Sachen mitnehmen wollen, um die dann halt gemäß der Ladesicherungsverordnung unserer deutschen Ordnungshüter auch sachgemäß verstauen zu können. Natürlich haben wir hier hinten auch eine Armlehne mit drin. Das heißt, wenn wir hier einmal ziehen, haben wir hier eine sehr große Armlehne. Wenn man jetzt nur zu viert hier hinten fährt, kann man sich das da auch nochmal sehr bequem machen. Die Sitze in dieser Kunstleder-Alcantara-Konfiguration, wie ich finde, sehr, sehr schön. Super bequem, man sitzt echt gut, man hat schöne Beinauflagefläche. Man hat aber auch dieses komfortable, weiche Sitzgefühl, was ich für lange Fahrten optimal finde. Und ich meine, genau dafür ist dieses Fahrzeug auch gebaut. Denn das ist einfach die beste Kombination aus Stadtauto, nutzbar für den Einkauf am Samstag in der Innenstadt. Man kann damit ins Parkhaus fahren, man kann damit normal in Parklücken fahren, was super ist. Und dann eine Woche später mit den eingekauften Sachen auf in den Urlaub, wo auch immer Sie hinwollen. Das ist hier wirklich optimal gelöst. Wir haben hier den 2-Liter Dieselmotor mit einem Allradantrieb und der DSG verbaut. Hier noch 190 PS, die neuen Motoren haben jetzt 104 PS. Auch das natürlich alles bei uns erhältlich und möglich. Man kann hier natürlich noch die Volllederausstattung rein konfigurieren. Das ist natürlich auch super schön, ist natürlich, wenn man kleinere Kinder hat, noch mal ein bisschen einfacher sauber zu kriegen. Wenn da doch mal was daneben gehen sollte, einfach ein feuchtes Tuch nehmen, abwischen. Wird beim Alcantara ein bisschen schwieriger. Das ist also eher die Variante, wenn alle Kinder schon aus dem Kleckeralter raus sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt durch nach vorne. Herr Mütter wird einfach mal die Tür aufmachen und ich nutze die Flexibilität des Bullis und gehe einfach hier mal so mittig durch.
So, da sind wir auch schon vorne angekommen. Wie gesagt, super Auto für Reisen. Wenn man mal während der Fahrt, was keine Empfehlung ist, bitte machen Sie es zu Hause nicht nach, die Plätze wechseln will, weil irgendwie möchte mal wer anders vorne sitzen oder so, geht das natürlich auf kurzem Wege. Oder wenn man auf dem Rastplatz ist, schnell mal nach hinten den Kindern irgendwie helfen beim Kindersitz, ja, anschnallen, abschnallen, wie auch immer. Man muss nicht immer extra wieder aussteigen, alles von vorne machen. Das super komfortabel. Hier vorne, wie wir es aus jedem normalen PKW in VW in Anführungsstrichen jetzt einfach kennen. Wir haben hier das neue Lenkrad schon mit drin, wie wir es kennen aus dem Tiguan oder auch aus dem T-Cross. Wir haben hier die gleichen Funktionen. Tempomat ist wie gesagt links, Abstandstempomat und der Notbremsassistent. Rechts haben wir alles, was sich mit unserem TFT-Display befasst. Das heißt, auch hier haben wir die Volkswagen-Konzern üblichen Bildschirme, den großen TFT-Display hinterm Lenkrad und den normalen Touchscreen vorne rechts. Was bei dem Auto hier besonders ist und was ich auch gerne hervorheben würde, sind die elektrischen Türen. Wir haben sowohl links als auch rechts eine elektrische Tür. Das ist keine Serienausstattung, obwohl das hier ein Highline ist. Also die beste Ausstattungsvariante ist das nicht Serie. Das ist ein Extra, was viele Autos tatsächlich nicht haben. Was ich aber mega komfortabel finde, denn auch da, wenn man kleinere Kinder mit an Bord hat, muss man nicht immer aussteigen, um denen die Tür aufzumachen, wenn die dann mal auf Toilette müssen oder so, sondern man kann hier ganz entspannt auf beiden Seiten die Türen öffnen und schließen. Man kann das natürlich auch deaktivieren, sodass die Kinder hinten nicht einfach mal aus Spaß am Hebel ziehen und dann plötzlich während der Fahrt die Tür aufgeht. Zusätzlich haben wir hier noch den Parklenkassistenten. Gerade wenn man jetzt so ein großes Fahrzeug in der Stadt bewegt, super praktisch, weil es dann doch ja, nicht der normale Tiguan ist oder der normale T-Cross, sondern ein bisschen größer, aber wie gesagt, immer noch super handlich für die Stadt, kann man das dann hier auch so einparken lassen, dass das perfekt passt. Worauf ich noch sehr gerne eingehen würde, weil es mir wirklich wichtig ist, ist hier oben das Bedienteil. Das hat auch nicht jedes Auto. Das ist hier die Wasserzusatzheizung, also die Standheizung. Wir haben dafür auch nochmal natürlich extra die Fernbedienung, über das man das Ganze steuern kann. Oder dann hier halt, wie gesagt, man kann die Zeiten einstellen, noch so ein paar Feinheiten, wann, wie, wo, wie viel Grad das Ganze anspringen soll, um das Auto wirklich perfekt zu temperieren. Ich denke mal, wir können jetzt hier nochmal die Zündung einschalten, einfach um das Display nochmal in Action zu sehen. Aber auch da haben wir ja schon relativ viel zu erklärt. Ja, wie gesagt, das ist wie man es kennt aus dem VW. Super einfach, intuitiv zu bedienen. Das macht keinen großen Unterschied zu den kleineren Autos auch. Wie gesagt, was hier noch toll ist, das DSG-Getriebe. Hier extra für ein Allrad, weil wir hier halt wie gesagt den 4Motion haben, wie es im VW-Konzern genannt wird, womit man wirklich durch jedes Terrain kommt und auch nicht stecken bleibt. Das heißt, selbst wenn man jetzt mal irgendwie so ein bisschen Wildcamping machen möchte oder so, hiermit gar kein Problem. Sie können damit überall durchfahren, über Stock und Stein. Ja, wie bereits angesprochen, hier alles sehr intuitiv, wie wir es kennen und schätzen, das normale VW-System. Wir haben hier unsere Assistenten, wo wir nochmal drauf eingehen können, was man hier alles einstellen kann. Wir haben hier den Trailer Assist dabei, was bei diesem Auto natürlich super praktisch ist, wenn man die Kupplung nicht nur für seinen Fahrradträger nutzt, was ja auch sehr, sehr viele und sehr, sehr gerne machen, sondern man kann die halt auch für alles Weitere benutzen, um dann halt den Anhänger mitzuziehen, einparken zu lassen und so weiter. Wir haben hier Verkehrszeichenerkennung mit dabei, Müdigkeitserkennung und den Abstandstempomaten. Auch hier funktioniert wie bei allen anderen Autos ganz normal auch. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Menü. App Connect ist natürlich mit dabei, das heißt Android Auto, Apple CarPlay, nutzbar. Auch da, denke ich mal, sind wir schon ausreichend drauf eingegangen. Wenn nicht, gerne nochmal unten in die Kommentare packen. Dann erklären wir das natürlich nochmal. Aber funktioniert hier wie überall anders auch. Klimaanlage auch identisch, auch das gleiche Bedienteil. Insofern alles sehr simpel. Was hier natürlich toll ist beim Bulli, dass wir auch vorne die Captain Chairs haben. Das heißt, wir haben die Armlehne beim Fahrer und beim Beifahrer. Wir haben die Lordosenstütze. Hier die manuell verstellbaren Sitze. Geht natürlich auch, dass man das Memory-Paket nimmt, dass man dann die elektrischen Sitze hat und man da dann die Sitzposition dementsprechend speichern kann. Das ist natürlich alles bei uns bestellbar
oder wenn Sie Glück haben, sogar noch sofort verfügbar bei uns auf dem Hof. Momentan ist es mit Bulli aber tatsächlich schwierig. Wir haben relativ lange Wartezeiten, aber kommen Sie da gerne auf uns zu, sprechen Sie uns an. Wir sind natürlich bereit, da alles für Sie möglich zu machen und sofort verfügbare Fahrzeuge zu finden, dass Sie so schnell wie möglich Ihren Traum vom perfekten Familienauto verwirklichen können. Ja, soweit erstmal zum hier drinnen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nochmal raus, schauen uns das Auto nochmal von außen an, gucken nochmal in den Kofferraum, gucken uns da vielleicht auch nochmal die Variabilität an und machen da dann einfach weiter. So, draußen angekommen, schauen wir uns nochmal das wirklich tolle Blau an. Hier auch mit Metallic, das heißt, wir haben auch hier diesen leichten Sparkle-Effekt. Und die neue Front vom T6.1 ist natürlich auch super schön. Man sieht es hier auch nochmal explizit vor Morschen. Wir haben halt hier wirklich den Allrad mit dabei, die großen LED-Scheinwerfer, was natürlich auch super praktisch ist für die perfekte Helligkeit, egal ob man bei Tag oder bei Nacht fährt. Das funktioniert einwandfrei. Fernlichtassistent ist hier auch mit dabei bei dem Fahrzeug. Das heißt, Sie können das Fernlicht einschalten. Er erkennt, wenn ein Fahrzeug entgegenkommt, schaltet dann ab. Und wenn das Fahrzeug an Ihnen vorbei ist, schaltet er das Fernlicht wieder an. Sonst denke ich mal, hier noch hier und da so ein paar kleine Highlights nochmal, wie hier dieses Chrome Badge, wo nochmal Multivan draufsteht. Dann haben wir hier die schönen Felgen in Schwarz-Anthrazit. Das, wie gesagt, auch beim Highline explizit mit dabei, dass man einfach die bisschen bessere Ausstattung hat. Hier auch die elektrische Tür, super komfortabel. Ich muss einmal ziehen, nicht wie man es sonst kennt, wenn der hinten eingeratzt ist, da so dran reißen, dass die Tür zugeht und auch wirklich perfekt schließt. Nein, man kann hier ganz entspannt einmal locker am Griff ziehen und die Tür öffnet und schließt. Was man eben noch nicht gesehen hat, wo ich noch einmal gerne darauf eingehen würde, wir haben hier zusätzlich zu der Privacy-Verglasung von außen auch nochmal die Rollos, die man hoch und runter ziehen kann. Wir haben die jetzt hier alle mal hochgezogen, damit man den Effekt auch so ein bisschen sieht. Es wird einfach nochmal ein bisschen dunkler und man kann sich noch so ein bisschen besser von der Außenwelt abschotten. Die Sitze hier lassen sich auch komplett umklappen. Wir haben hier den Hebel, wo ich jetzt einmal dran ziehen kann. Und dann klappen die komplett weg. Das heißt, selbst wenn man jetzt nur zu zweit hinten sitzt, könnte man den Sitz super drehen, könnte dann hier ganz entspannt seine Füße drauflegen und hätte einfach nochmal mehr Komfort in der dritten bzw. dann ja zweiten Reihe. Dann schließen wir das Ganze mal. Wie gesagt, einfach einmal locker am Griff ziehen. Die Klappe schließt automatisch. Dann gehen wir mal weiter zum Heck. Hier haben wir lediglich die Zuziehhilfe bei der Heckklappe. Das heißt, auf den letzten paar Zentimetern unterstützt sie das System, dass die Klappe auch wirklich perfekt schließt und zieht die nochmal an. Wir haben hier unsere Abdeckung. Wie gesagt, was toll ist, was ich super finde, dadurch, dass die hier oben und in der Rücksitzbank verankert ist, passt sich das ganze System der Kofferraumlänge an. Das heißt, wenn ich jetzt die Rückbank nach vorne ziehe, dann passt sich das der Länge an. Also wir ziehen das dann hier raus und wir haben wirklich eine Kofferraumabdeckung, die dann über die ganze Tiefe geht, bis wohin ich diese Sitzbank verschieben kann. Sonst ist hier hinten nicht viel. Wir haben hier nochmal ein paar Verzurösen, hier nochmal eine 12-Volt-Steckdose für die Kühlbox. Und sonst ist das Ganze hier relativ schlicht gehalten. Wir haben auch hier nochmal so Klappen, die sich von hinten aber nicht öffnen lassen. Das ist lediglich von vorne, dass man da was reinschieben kann. Und ja, dann schließen wir die Heckklappe auch mal wieder. Wie gesagt, wir haben hier die Zuziehhilfe, die es jetzt gar nicht gebraucht hat, weil durch das Gewicht die Klappe schon relativ gut zufällt. So viel, denke ich mal, erstmal zum Multivan. Wie gesagt, wenn da noch Fragen sind, gerne rein in die Kommentare damit. Wir beantworten die immer gerne. Sind auch bereit, hier und da nochmal so ein paar Gimmicks oder Features zu zeigen von dem Fahrzeug. Das ist kein Problem. Rufen Sie uns gerne an per Instagram, per WhatsApp, per Facebook oder ganz normal klassisch per E-Mail oder auch über unsere Telefonnummer. Wir sind gerne für Sie da, auch eine Videoberatung zu machen oder wenn das Auto da ist, können Sie gerne vorbeikommen, Probefahrt machen und sich das Auto vor Ort anschauen. Ja, ich sage erstmal vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Lassen Sie gerne ein Abo da, liken Sie das Video.
Wenn Fragen sind, wie gesagt, immer gerne rein in die Kommentare damit. Ich würde erstmal sagen, ich wünsche noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann Sie sich das Video anschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.